So, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich würde sagen, wir reden gerade nicht lange drum rum, sondern starten das Spiel. Auf normal natürlich. So. Scherben plündern, Plündererfertigkeit freischalten, um Ressourcen und Modifikationen in Metallscherben zur Hälfte ihres Wertes aufzubrechen. Super. Maschinenreparatur, Fertigkeiten freischalten, um überbrückte Maschinen zu reparieren. Super. Ich weiß gar nicht noch, was ich mit den Tipps jetzt anfangen soll. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Das ist mein erster Playthrough und deswegen spielen wir das auch. Ich fand das schon immer sehr interessant, das Spiel. Aber ich bin noch nie dazu gekommen, das zu installieren, zu spielen so. Schnitzexperte. Fähigkeiten freischalten, um deine Chancen zu erhöhen, bei Maschinen und Tieren extrem seltene Objekte zu finden. Die Erde in einer fernen Zukunft. Die Natur hat die Ruinen einer vergessenen Zivilisation zurückerobert. Aber die Menschen leben in primitiven Stämmen weiter. So wie damals wahrscheinlich. In dieser neuen Wildnis kämpfen sie ums Überleben gegen Maschinen, schreckliche mechanische Kreaturen unbekannter Herkunft. Sowas wie Aliens? 6 Jahre später. Aloy! Aloy! Lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Schon los. Ja, wie gesagt, das ist mein erster Playthrough. Ich weiß eigentlich gar nicht. Ich weiß nur, dass wir ausgestoßen ziemlich sind. Eng. Ja, aber das stimmt. Ich passe durch. Ich weiß nur, dass wir ausgestoßen sind. Es muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Ich weiß auch nicht wieso, weshalb, warum. Das werden wir wahrscheinlich in diesem Spiel oder in diesem Let's Play herausfinden. So, wir sind in einer Metallruine. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Super. Ich glaube, kleine Kinder haben ja auch nichts verloren. Ganz einfach. Ja, ich kann sprinten sogar. Gruselig. Geht's hier lang? Nirgendwo lang. Perfekt. Da vorne ist irgendwas. Hoffentlich nichts Böses. Was ist das? Ein Toter. Oh. Da glänzt doch etwas. Ja. Und was?
Lichter. Überall. Wie macht es das? So, was kann dieses coole Ding? Okay. Eine Metalltür. Verschlossen. Ja. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Mal gucken. Und wenn ja, wie? Ah. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Ich frage mich, ob sowas in der Zukunft wirklich funktionieren wird. Solche komischen Elektrogeräte. Ja, jetzt will ich doch wieder zurück. Ah, nee. Ach so. Ja, fliegende Autos und sowas. Wie man das überall immer sieht in Filmen und so. Holoschloss gegen die Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn. Achso. Ja, das wäre echt cool, wenn es solche Geräte gibt. Ich meine, heute ist ja schon viel möglich mit... Ein Farbwechsel an der Tür. Super. Mit Nanochips implantieren und sowas für Sicherheitstüren. Geschafft! Das finde ich aber echt krass, dass es sowas schon gibt. Und was man nicht alles damit machen kann. Weil ich selber, ich weiß nicht, ob ich mir so einen Chip unter die Haut implantieren würde. Das ist doch schon ein sehr komisches Gefühl, wenn man sich das so überlegt. Was ist das? Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Und noch so ein Chip. Was? Gen, wahrscheinlich. Mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau. Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Wie es aussieht, scheint es ihr Spaß zu machen. Aber ich glaube, für kleine Kinder ist sowas nicht. So, zum Thema wieder zurückzukommen. Gegen fliegende Autos hätte ich natürlich nichts. Fliegende Autos, das wäre schon was Cooles. Aber ich glaube, wenn sie keine genaue Flugbahn hätten, wo die Autos langfliegen, dann wäre das echt chaotisch. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Gute Frage. Alter, hier liegen nur Menschen. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier, so, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Ich frag mich, wie lange die hier schon liegen. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat. Er ist da. Rost hat mich gefunden. Hier unten! Ich komme! Ich... Super. Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch! Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy.
bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. So. Habt ihr aufgehört zu reden? Ja, dieses Ding davor sah aus wie irgendwie von Fallout. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Ach, super. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. So, das sah aus wie so ein Volt. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Also, da. Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folg mir über den Pfad ins hohe Gras. Also wenn das Babys sind, dann sind das ziemlich gefährliche Babys. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Die sehen schon aus wie solche, warte auf ihn. Solche Dinos. Das ist die Rückeroberung der Dinos, nachdem die ausgelöscht wurden. Aber ich weiß nicht, warum das war der letzte. Weiter geht's.
Metall gebaut sind. Und wer die eigentlich erbaut hat. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Super, dann gehen wir mal jagen. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tab! Komm nach Hause zurück! Tab! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Ah, dann suchen wir mal die Herde.